بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wird Allah Azza wa Jal die Muslime und die Kuffar gleich bestrafen? Antwort: Nein. Auch wenn es Muslime gibt, die nicht vorbildliche Muslime waren und die aufgrund dessen, weil sie viele Verfehlungen hatten im Leben und weil sie viel gesündigt haben, so gehen sie erstmal, wenn Allah will, in das Höllenfeuer und werden dort gereinigt. Aber während sie im Höllenfeuer sind, sind sie auf derselben Stufe wie die Kuffar? Antwort: Nein, aber sie sind im Höllenfeuer. Und es wird tatsächlich Gespräche geben zwischen den Muslimen und den Nichtmuslimen. Und Allah Azza wa Jal hat uns darüber berichtet. Und es gibt eine Ayah im Koran al-Karim. Und der Hintergrund ist, was Ibn Abbas und Anas ibn Malik radiyallahu anhuma gesagt haben. Und dieses wird bestätigt in Tafsir ibn Kathir, dass die Paradiesbewohner mit den Höllenbewohnern reden werden. Und dann werden die Höllenbewohner zu den Paradiesbewohnern sagen: Ma aghna ankum ma kuntum ta'buduna min qabl. Was hat euch genützt, dass ihr Allah Azza wa Jal vorher einzig und alleine angebetet habt? Ihr habt heute den Tag, an dem ihr bestraft werdet. Ihr seid auch im Höllenfeuer, wenn nicht auf derselben Stufe, aber ihr seid im Höllenfeuer. Dann wird Allah Azza wa Jal Subhana sehr zornig werden und er wird sie herausbringen aus dem Höllenfeuer. Wen? Die Muslime. Und dann wird die Ayah gelesen: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. An diesem Tag hätten sich die Kuffar gewünscht, Muslime zu sein. Denn die Muslime sind rausgekommen aus dem Höllenfeuer, während die Kuffar für ewig darin bleiben werden. Deswegen, die Strafe der beiden ist nicht gleich. Und Allah Azza wa Jal unterscheidet zwischen jemandem, der Allah einzig und alleine bestätigt und bezeugt hat, und seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dieser, wenn er bestraft wird, so geht er nicht ewig in das Höllenfeuer rein. Und Allah Azza wa Jal wird aber diejenigen, die nicht an ihn geglaubt haben und keine Muslime waren, in das ewige Höllenfeuer hereinbringen. Möge Allah Azza wa Jal uns und euch davor bewahren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.